Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime, und wir sind zurück beim Gartenbausimulator. Und wir schauen dann gleich mal. Wir sind ausgerüstet soweit. Okay, das passt. Und das Ding hier ist auch mittlerweile fast voll. Ach du großer Gott. Ich hätte vielleicht wirklich mich mal informieren sollen, wie das funktioniert mit diesem Festplatten leerkriegen. Das wäre vielleicht echt mal eine Maßnahme. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ordentlich landen. Sehr gut. Und machen jetzt erstmal die Möhrchen. Dass wir sagen, okay. Hey. Ach shit, wir brauchen ja Samen für die... Oh, weil ich blöd bin. Okay, soviel zu den Möhrchen. Das heißt, wir machen erstmal, ziehen hier erstmal durch. Nämlich hier. Dass wir wissen, okay, hier ist Cut, der Rest ist Möhre. So, okay. Das heißt, wir machen dann doch erstmal weiter. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns noch genug Möhrensamen organisieren. Das dürfte auch noch interessant werden. Oh Gott, ich nehme noch gar nicht so lange mit euch jetzt gerade auf. Und ich habe trotzdem schon ganz trockenen Mund, ey. Furchtbar. So viel trinken kann man noch gar nicht. So. Dups, dups, dups. Heißt das, wir müssen jetzt gleich wieder Gras klatschen ohne Ende, damit wir entsprechend wieder Samen kriegen? Ja, ne? Werden wir wohl nicht dran vorbeikommen. So, so, na. So und so. Ja, 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 ja. Macht, ich wollte gerade sagen, macht ihr da mehrere rein, aber es sieht nicht so aus. Das wäre ja auch fatal. Dann dürfte ich nämlich nicht gerückt halten. So. Aber gedrückt halten ist irgendwie entspannter tatsächlich. Für ihn zwar wahrscheinlich nicht. Er hampelt nämlich die ganze Zeit mit dem Arm rum. Aber für uns. So, zack, zack. Seht ihr, die Hoe habe ich, glaube ich, gar nicht weggebracht. Aber ist auch gar nicht so schlimm, weil wir haben ja immer noch diese beiden Felder hier, die wir auch noch schick machen müssen. Unsere Landefelder. So, meine Güte. Wie viel ist denn das noch? Aber ich glaube, diese Folge sollten wir das schaffen. Zumindest den Weizen. Wie es dann nachher mit den Möhren aussieht, mit den Karotten, müssen wir nochmal schauen. Und drumherum das Feld müssten wir ja auch nochmal schick machen. Also was heißt schick machen? So ein bisschen halt, ne? Dass das irgendwie nicht so ganz künstlich aussieht. So, zack, zack. Und hier hinten noch. Da. Ich mal kurz gucken. Oh, wir haben es fast. Wir haben es fast. Ein Traum. So. So. Lalalala. Ach, das auch noch. Okay. Machen wir es halt immer so. Ja, so wie ich jetzt hier rumhample, ist tatsächlich die Frage, ob es wirklich so schneller geht. Oder nicht. Aber wir haben es gleich, wir haben es gleich. So, sehr schön. Zack, zack und zack. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, mit dem, haben wir, wie viel Erde haben wir noch dabei? Das könnte eng werden, tatsächlich. Wir schauen mal. Okay, das geht schon mal gut. Ehrlich gesagt, hätte ich es hier auch gerne weg, oder? Ja. Ich nehme mal das hier. Dann machen wir mal so. Das ist, glaube ich, gut so. So ist, glaube ich, okay. Liegt jetzt der Zaun weg? Zum Glück nicht. So und so. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Dafür haben wir nämlich nicht genug Erde bei. So, okay. Jetzt muss man aufpassen, dass wir den Zaun nicht treffen, weil wenn wir den Zaun treffen, dann haben wir nämlich einen Erdzaun, der nicht so schön aussehen würde. Hm, mache ich das hier auch weg? Ich glaube ja. Zack, zack. So, gehen wir hier runter. Das könnten wir aber tatsächlich sogar noch vollkriegen mit der Erde, die wir haben. So, zack, zack. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen mit dem, was wir haben.
So. Und jetzt wird's schon langsam eng. Und da ist sogar noch Treibsand. Schaut mal. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten ja rein theoretisch... rein theoretisch können wir erstmal die ganzen Möhren wegschmeißen. Weil die brauchen wir definitiv nicht mehr. So, tschüss. Tschüss. Und die Weizenkörner brauchen wir auch nicht mehr. Und den Sand auch nicht. Und den Marmor auch nicht. Und das sowieso nicht. So, dann switchen wir gerade noch... Das ist egal. So, dann können wir mal gucken. So. Ja, das lässt man das jetzt eine Ebene höher? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das hier müssten wir wirklich mal schön machen. Das trifft sich insofern ganz gut, weil wir nämlich die Erde jetzt eh brauchen. Und hier waren wir uns ja noch gar nicht sicher, ob wir das überhaupt mit dem Wasser lassen wollen. Also nicht Wasser lassen wollen, sondern ob wir das Wasser lassen wollen. So. Das kann weg. Das kann weg. So. Okay. Dann ziehen wir es hier gerade mal gerade. So. Wobei hier könnte man eigentlich... So. Das könnte man ja fast so lassen. Das hier können wir weg. Das hier nicht immer weg, falls es mir nicht gefällt. So. Und hier ein bisschen kürzer. Der muss definitiv weg. Und hier machen wir mal so, oder? Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Wobei, ich glaube, das hier mache ich auch weg. Okay, so, dann können wir hier, wie gesagt, das Wasser noch wegmachen. Erstmal mache ich aber da hinten dicht. Wobei, das wird an Erde reichen, alles gut. Und das Wasser weg. Brauchen wir nicht mehr. Zack. So, okay. Und Abmarsch. So, sehr schön. Ich glaube, die hier hätte ich aber auch gerne weg. Ich bin mir auch noch nicht so ganz einig, ob mir das gefällt, dass das hier so eine Etage höher ist. Ich glaube, das muss ich auch nochmal gerade ziehen. Ist da was? So. Und da hinten darf das dann gerne höher sein. Aber hier erstmal nicht. Hätte ich dann doch gerne weg. Sieht nämlich irgendwie doof aus, finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber es darf hier gerne gleiche Höhe haben. Na komm. Na klasse. Oh, mach mir nicht schwach. Wie viel denn noch? Kann ich hier nicht rausfliegen? Doch. So. Wobei Wüste darf es gerne sein. Wobei es natürlich auch krass ist, so ein harter Break, ne? So. Muss ich das jetzt echt hier... überall wegzimmern. So, dann kommt das noch weg. Haben wir uns nicht über eventuelle Sandprobleme unterhalten? So. Okay, das ist in Ordnung. Dann mache ich mal hier so zwischendrin mal nochmal schnell was weg. Dann können wir da nämlich auch Erde hinsetzen. So. Und das hier muss definitiv weichen. So, da war gerade ein Enderman. Hier hätte ich es nämlich gerne ein bisschen großzügiger tatsächlich. So. Und auch, dass uns unsere Schaufel kaputt geht. Die ist echt ratzfatz, kann man nicht anders sagen. So, der kann definitiv weg. So. Ziehen wir hier nochmal kurz ein bisschen durch.
krass, macht die ein Ballett, ey. Cool. So. Wir sind wahrscheinlich voll. So, tschüss, tschüss. Nein, die Erde nicht. Das war clever. Die Möhrensamen hätte ich auch behalten können. Ist egal. So, weg, weg, weg. Weg und weg. Wir kriegen ja hier noch ein bisschen was. Nein, und die ist jetzt auch alle. Okay, na gut, wir ziehen nochmal los. Könnten wir uns eigentlich auch direkt nochmal zum Schlafen hinlegen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. So, wir brauchen eine neue Schaufel. Haben wir noch eine Schaufel? Wir haben noch eine Schaufel. Zack. So. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Erde mit. Erde. Das wird dick reichen. Wahrscheinlich ist es sogar zu viel. Mit Sicherheit sogar. Dann einmal kurz hingelegt. Und wir haben noch nicht mal angefangen, uns um die Technik zu kümmern. Meine Güte. So, ihr wisst Bescheid. Wenn wir schon mal hier sind, ne? So, zack. Auch wenn das noch nicht alles ausgewachsen ist, das macht nichts. So. Dann haben wir nämlich erstmal wieder ein bisschen Vorrat. Sehr schön. Auf unserem Haus rennt ein Creeper rum, okay. So, sehr schön. Na, das geht doch aber schon, oder? Da ist die Wüste. Hier müssten wir dann die Erde mal reinsetzen. Die fliegen immer noch, okay. Ja, ich weiß, das sieht jetzt auch ein bisschen mistig aus. Aber wir machen das. Wir machen das noch schön. Keine Sorge. Ja, gut. Das sieht dann immer alles so sehr künstlich aus, ne? Also, ist ja auch künstlich, so ist ja nicht, aber ihr wisst schon. So, dann könnte man hier und hier noch ein bisschen Sand reinsetzen. Zack, zack, zack. Jetzt noch ein bisschen Sand, ja. Wir haben uns noch nicht um die Möhrensamen gekümmert. Schweinerei. So, und das ist dann wieder Erde. Okay. Okay, okay, okay. So, das hätte ich auch gerne noch weg. Naja, aber ich glaube, wir werden nicht dran vorbeikommen, dass es künstlich aussieht, oder? Ja, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich glaube, das können wir machen, oder? Die hier können vielleicht noch weg. Genau, so, das kann noch weg hier. Dann können wir nämlich hier vorne auch nochmal eine Schneise reinmachen. Dann läuft das hier nämlich schön aus. Das sollte eigentlich gehen. So. Ja, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall zu viel. Ja, ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt Karottensamen. Wir schauen mal, wie viel wir noch haben. Ja, da hinten könnte man, hier könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr wegnehmen. Aber ich glaube, es geht.
Der Timer sagt, wir sind schon wieder durch. Ich würde trotzdem gerne nochmal schnell nach den Karottensamen schauen. Ja, Terraforming vom Feinsten, ey. Meine Güte. So. Die Bögen müssen nochmal aussortieren. Was wollte ich jetzt gucken? Karotten. Möhrensamen. Samen. Haben wir da nicht. Ach, die wären. Alles klar. Carrot. Oh, ist nicht so viel. 19. Das wird wohl nicht reichen. Egal, wir probieren mal, wie weit wir kommen. Und dann schauen wir weiter. So, weg, weg. Das hätte ich gern. Zack, zack. So, einmal hoch. Einmal rüber. Da sind wir sogar noch einen Ticken schneller unterwegs. Wo ist denn da? Ach Mist, ein paar von den Samen hätten wir ja tatsächlich noch gebraucht, ne? Von den Weizensamen. Wenn wir dann irgendwann mal durch sind hier mit unserem Karotten, dann werden wir wahrscheinlich so schnell nicht nochmal rauf müssen hier. Okay, das heißt, wir müssen noch Karottensamen organisieren. So. Und zack. Okay, wo können wir denn? Wir könnten eigentlich überall hier, ne? So, dann schauen wir mal. Da war auf jeden Fall ein Karottensamen. Das heißt, einen ganzen haben wir schon. Wow. Wir werden ewig brauchen. Ist das überhaupt... Kriegen wir hier überhaupt sowas? Oh, sag mal. Bilde ich mir das ein? Das leckt wie Hölle, oder? Ja, ein paar kriegt man schon zusammen. Folgt uns die Ziege? Natürlich folgt uns die Ziege. So. Oh, eine Biene. Okay, so. Mal schauen, ob und wie viel wir dann von den Karottensamen zusammenkriegen. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir noch brauchen, aber ein paar werden es schon noch sein. Ein Fuchs. So. Wie viel haben wir denn? 7. Das ist ein Witz. Das ist gar nichts. Meine Güte. Oh, das könnten wir vielleicht mal wegmachen. Sieht nämlich nicht so ganz natürlich aus. Wo wir gerade im Natürlichkeitsfimmel sind. So, wie viel sind es jetzt? Immer noch 7. Man könnte jetzt natürlich auch einfach ein Feld von denen da hinten wegnehmen, ne? Könnte man machen. Aber ehrlich gesagt würde ich das gerade nicht. So, ein paar kommen wir jetzt hier schon. Sehr schön. Eieieiei. Wie viele? 12, okay. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir noch brauchen. Aber ich vermute mal, es sind mehr als 12. Oh. Nase klar. Entschuldigung. So, weiter im Text. Ja, zur Not kann man ja immer noch mit ein bisschen Baummehl hier durch die Gegend gehen und wieder Rasen setzen. Oh, Karottensamen. Wisst ihr was? Kann man Karottensamen eigentlich... Crop Mutation. Sand. Okay. Ja, keine Ahnung. Humus. Siehst du, Humus hätten wir auch mal gucken können. Aber ich wollte wissen, wie ich... Nein, wirklich? Bin ich blöd? Ich möchte darauf jetzt keine Antwort haben. Aber ich kann einfach per Craften, kann ich einfach wartet mal. Weg, weg. Nein, ich bin zu blöd. Davon hätten wir da, wie gesagt, noch 2 gebraucht. So, zack, zack, zack. Weg. Weg, weg. Und das auch.
Wir überziehen schon wieder. Ich nehme mir mal den Stack hier raus. Oh. Sehr schön. Wenn ich jetzt hier reingehe, kriege ich Weizenmehl. Weizenmehl will ich nicht. Und hier kriege ich Karottensamen. Alles klar. Oh, Grissim. So, wo ist unsere Landestation? Da. Na, komm, komm, komm. So. Dann halt so. Das hätte man, da hätte ich auch selber drauf kommen können, ja. Aber ich hatte das nie auf dem Schirm, dass das funktioniert. Das geht natürlich wesentlich einfacher, wenn man schon mal ein bisschen was davon hat, ne? Naja, was soll's. Hätten wir schön die Wiesen lassen können, wie sie sind. Von hier schaut mal, wie viel wir gebraucht hätten. Ich habe gerade 32 gemacht und das reicht vorne und hinten nicht. So, zack und zack, zack. Wie viel sind das jetzt noch? 8, ne? So. Reicht das dann? Haben wir es dann? So und zack. Okay, jetzt brauchen wir wirklich nur noch mal zweimal Getreide, was ich schon wieder weggeschmissen habe. Weil ich ein Held bin. Und dann haben wir es. Dann haben wir es endlich. Dann müssten wir uns nur noch darum kümmern, dass der Kram auch hier automatisch reinkommt. Weizen. So. 1, 2. Die Ho haben wir noch dabei. Okay, sehr gut. So, das ist dann unsere letzte Tätigkeit für heute. Und ich glaube, na komm, dann haben wir es auch. So, hier ist eins. Zack. Und nein, oh, ich bin, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Crop Seeds. So viel zu dem Thema. Mann, 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 darfst du keinem erzählen. So. So. Bitte Crop Seeds. Nicht, wieso sage ich denn eigentlich immer Crop Seeds? Ich meine, ne? Bis da. So. Hoch. Rüber. So. Dann wir auf dem. Na, komm her. Also so. So. Und so. Wo war der andere? Hier. Zack. Und zack. Ein Traum. Wir haben ein Feld. Und was für eins. Jetzt ist nachher so ein bisschen die Frage, ob das wirklich auch passt. Gegebenenfalls müssen wir den Teil hier hinten nochmal zu Möhren machen. Das wird sich dann aber zeigen. So. Dich nehmen wir wieder mit. Und tschüss. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können eigentlich gleich hier oben reingehen. Dann können wir das nämlich wieder ordentlich setzen. So. Genau, und jetzt ist nur noch die Frage, wie wir die Automatisierung dann nachher da hinten machen, aber ich denke mal, das wird einfach mit einer Ender-Chest laufen und mit einer Priorisierung. Alternativ brauchen wir dazu, wie gesagt, noch Energie, damit es auch nachts laufen kann, damit es halt wirklich permanent läuft. Und das hier finde ich krass, dass das schon wieder voll ist. Naja gut, naja gut. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt gleich noch eine Folge im Anschluss aufnehme oder ob es das erstmal für mich war und wir das beim nächsten Mal den Rest machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Juti, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.